Moin, ich war doch eben schon mal da und habe ein Filzvideo gemacht, Mensch. Es hatte Donnerstag. Am Donnerstag um 12:30 Uhr. Ihr könnt, schade, Geruchsvideo gibt's nicht. Steckrüben. Es gibt ja heute und morgen noch ein Steckrüben und ich liebe den Geruch von angeschmorter, angebratener, dicke Rippe, Suppenfleisch, Steckrüben. Und dann draußen ist es blauer Himmel, das ist so ein Spätsommertag, das ist so absolut, wie sagt man neumodisch, Hügge. Hey, oh, herrlich. Dieses Wetter, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil man das immer jedes Jahr so ziemlich um die gleiche Zeit gemacht hat. Ich versuche jetzt gerade was zu erklären. So Gerüche zum Beispiel. Es gibt ja zu jeder Jahreszeit bestimmt immer so Steckrüben. Es gibt zu jeder Jahreszeit Pilze, die wachsen. Und das ist ja jetzt auch gerade wieder extrem am Boom, habe ich auf YouTube gesehen. Es ist so eine Pilzschwemme. Ich kenne mich mit essbaren Pilzen nicht aus, aber was ich liebend gerne mache, ist Pilze fotografieren oder sie finden. Einige von euch wissen das schon, die mich jetzt ein bisschen länger verfolgen oder uns. Wenn wir in den Wald gehen zum Spazieren, ich liebe bei so einem Wetter Waldspaziergänge, dann gehen wir so und wer den ersten Fliegenpilz sieht, der darf sich was wünschen. Und dann so, ach, wie gesagt, ich finde Pilze genial. Ja, nur beim Fliegenpilz. Die anderen Pilze, da werden wir nur, oh, guck mal den und der ist aber hübsch. Und warum treten die Leute da drauf? Warum kicken die die um? Ja. Und das ist immer, ja, alles so saisonal, ne? Und das über die Jahre freut man sich dann so drauf. Das ist jetzt eigentlich nur so jetzt das Wetter. Es ist frisch, nicht kalt. Und dann zieht es einen in den Wald. Oh mein Gott. Es ist frisch, es ist kalt und es zieht einen in den Wald. Poetisch, oder nicht? Ja, aber das ist jetzt kein Flachs, sondern, ne? Das liebe ich so. Oder so, wenn man denn, wenn das frisch draußen ist und nachher der Frost und Grünkohl und das ist so Gemütlichkeit. Also es ist nicht nur Essen, ne? Auch andere Sachen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich möchte mich mal bedanken. Und zwar habe ich ja gestern ein Video gemacht und meine Wollstränge gezeigt und habe gesagt, mein Hobby muss sich ja dadurch auch finanzieren. Also, ne? Ich kann nicht zur Haushaltskasse zuschustern und ihr habt das jetzt aber möglich gemacht, dass ich wieder Rohwolle kaufen kann und neu färben kann. Ich glaube, ich habe noch 4 Stränge im Shop und die Kürbishandstulpen sind, glaube ich, noch drin. Ja, und noch ein davor bedanken möchte ich mich über die Kommentare. So, ich habe das Video ja jetzt so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich da alles so erzählt habe, aber die Kommentare haben mich dann wieder berührt, weil das Video teilweise euch berührt hat. Zum Beispiel Gabis Womo. So. Ja, und dann möchte ich mich noch vorher bedanken, also praktisch als erstes, weil das wiederum berührt mich. Also wir berühren uns alle immer irgendwie so über die Ferne. Das ist doch schön. Ja. Wir sind eine Berührungscommunity. Wir sind nämlich so, obwohl wir verteilt sind, sind wir trotzdem innerlich so. Ich trage hier übrigens das gefilzte Band. Das habe ich um, weil ich wollte. Ich schäme mich jetzt. Ich habe eine E-Mail bekommen. Nee, gar nicht wahr. Insta-Nachricht. Ob ich nicht mal Tipps habe, so für einen Spinnanfänger, welche Spindel, ne? Oder wie ich spinne und so. Und da habe ich geschrieben, und das ist jetzt nicht irgendwie, man muss das für sich am besten rausfinden. Zum Beispiel beim Handspinnen, ne?
da wird ja dann gesagt, du sollst das dann so, das Kartenband oder was weiß ich, ein Bett oder ein Rolex oder so, Rolack, so eine Hand nehmen und dann so ausziehen, egal ob links oder rechts. Man kann alles links rum und rechts rum. Und eine ganz tolle Erklärung ist für mich immer, schon seit Jahren verfolge ich die Shanti Manu. Die Tipps gibt. Entschuldigung. Ja, also da kann man, ich kann den Kanal mal verlinken. Die macht das schon jahrelang. Ich glaube 10 Jahre auf YouTube. Die verspinnt auch Hundehaare. Was ich übrigens auch machen will. Allerdings eignen sich bei mir nur Odin-Haare und von unserer Maine Coon Lily-Haare. Die habe ich auch schon eine kleine Menge gesammelt und einmal so durchgewaschen und mir zurechtgezupft. Die werde ich dann auch in irgendeinem verspinnen. So. Das ist alles so ein bisschen durcheinander. Ich sortiere mal eben. Einen Moment. Ja, also, fangen wir nochmal an. Wie gesagt, es war eine Nachricht, ob ich das zeigen kann. Und dann, ich sage, ich bin keine, ich habe einzig vielleicht 150 Gramm bis jetzt versponnen. Also es ist nicht, eigentlich nichts. Aber ich habe mir eine Technik, für mich die beste Technik, wie ich spinnen kann, ohne ewig, ich hatte ja mir damals die Spindel gekauft und habe einen wunderschönen gefärbten Rohwoll, also ne, Strang bekommen, Merino-Wolle war das, glaube ich, und es kam nur, was sagt man, schwangere Regenwürmer. Ist ja schön, wenn das denn Adjan ist und mit Tweetnoppel und man kann sich das ja auch schön reden, aber ich fand es grausam. Und ich habe mir Videos angeguckt und dann ja, und dann legt man sich das, zupft das so zurecht und zieht das so aus der Hand und im Flug spinnen und nicht spinnen. Und ich habe gedacht, mich stört der Kopf. Und dann flucht das Ding, ich glaube, monatelang in die Ecke. Wenn nicht sogar ein Jahr, ich weiß es nicht. Dann habe ich jetzt wieder angefangen, Videos zu gucken und es war wieder das Gleiche. Die spinnen so aus der Hand und das wurde bei mir nichts Gleichmäßiges oder so. Da muss ich dann eben halt noch üben, aber ich wollte ja nun spinnen, wie wir dann auch in Dänemark waren und so. Und da habe ich mir dann überlegt, wie mache ich das? Und dazu komme ich jetzt. Das ist meine kleine Tasche, die immer beim Spinnen dabei ist. Da ist nicht viel drin. Da ist die Spindel drin mit ein bisschen Rest von diesem wunderschönen, ne, was ich mal geschenkt bekommen habe. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Das ist da so drauf. Und ich habe hier, das hatte ich mir mal gekauft bei, ich glaube, Flinkhandshop. Hier ist das auch noch von mir selbst gesponnen. Da hatte ich mir dieses hier gekauft. Keine Ahnung, irgendwas mit Seide und was weiß ich. Das schimmerte für mich so schön. Das sah so hübsch aus. So, und so kriegt man das ja. Also nicht so in so einem Lappen, sondern so als Knüdel. Und es gibt ja auch so viereckige geflochtene Zöpfe und so. Oder geflochtene Braids nennt man die ja, ne? Braid, Zopf. Ja, und da war ich dann mit meinen Talenten. Was mache ich denn jetzt? Übrigens ist hier Hund und Katze vermischt mit dem ein bisschen. Das wollte ich mir mit so einer, mit so einem Kadierbürsten, das kommt später, und das wollte ich dann zusammen so verspinnen. Odin, Lilly und gekauft. ja, so. Und wenn man dieses nun hat, will man dann ja auch spinnen. Das ist eine Kromski-Handspindel. Wer jetzt
noch keine Spindel hat oder so, die Kromsky-Handspindeln kann ich empfehlen. Bei Kiwis Stricklust vom Oderdeichschaf. Die hat alles von Kromsky. Die verkauft ja Spinnräder und Handkarten und Niddy-Noddys. Das sind aber alles Begriffe, die braucht man, wenn man jetzt blutiger Anfänger ist, bin ich der Mann noch nicht. Man kann sich das ja nennen. Ne? Aber die, ich glaube, die kostet so um und bei 11 Euro und also 12 Euro. Die gibt es in Mahagoni gebeizt, Walnuss gebeizt und klar lackiert. Ja. Und ich habe schon eine klar lackierte, werde ich mir bei Kiwi noch holen. Und ja. Und. Das ist eine Anfängerspindel. Ich finde die einfach toll. So wertig. Es gibt auch zum Beispiel, ich glaube, bei Flinkhand. Und gestern habe ich mir Rohwolle bestellt bei Wollschaf. Ich glaube mit 3 A's. Wollschaf. Weil die hatten schön so auch andere, nicht nur jetzt Merino oder irgendwie, was weiß ich, sondern so, da konnte man sich das so aussuchen. Und da habe ich mir auch ein Set gekauft. Und zwar ist das gefärbt in Herbstfarben und eine kleine, aus Birkenholz, glaube ich, eine kleine Handspindel. Aber trotzdem finde ich diese, ja, was fürs Auge und die hat auch, das geht ja auch nachher nach Gewicht. Aber fangen wir jetzt erstmal so an. Dieses hier, das ist der Rest vom Schützenfest, habe ich ja gesagt. Und ich mache das dann so, ich, also ob das richtig ist oder nicht, ne, geht da nicht nach. Ich ziehe mir das hier von der Spindel, von diesem Spindelstab, einfach runter. So, dann habe ich das hier so. Und hier ist ja noch, ich könnte das jetzt verfilzen, die beiden Enden. Das kann man ja auch verfilzen, wisst ihr, wie ich meine? Oder ich mache da jetzt einfach mal einen kleinen Knoten rein, damit es schneller geht. So. Und ich wickel das jetzt einfach auf. Warte mal. Dass ihr das mal ein bisschen seht. So. Das tüdel ich mir hier einfach ab. Ich schmeiße das jetzt nach unten. Und wickel mir das so, wie Oma das gemacht hat. Diesen Drall, der da drin ist, den ziehe ich so ein bisschen aus und habe hier auch so eine Sperre drin. Und immer wieder ein Stück ziehen und wickeln. Ich glaube, da kann man sich auch so einen Schuhkarton mit Lazy Kate machen und so, aber ich mache das, ich sage ja auch, ich mache das so, ob richtig oder falsch, das ist dann die andere Frage. Hier ist ein Knüdelnüdel. Ja, und das tüdel ich mir dann halt so um diesen Ball. Guckt euch, wie gesagt, am besten nochmal scheint die Manu an, die zeigt, wie man sich so eine Niddy-Noddy aus einem kleinen Schuhkarton und dann, ne? Das ist nur, dass ich die Spindel frei habe. Dann wird gesagt, am besten einen Hilfsfaden dran knüpfen, an dem man anfängt mit Spinnen. Das würde dann ungefähr so aussehen, dass man sich so, ich sag mal, zweifache Armlänge, ich gehe jetzt nach Shanti Manu, was sie gesagt hat, so zweimal den Arm so ein Band macht. Kann man dann so verknoten und dann wird das hier so umgeschlungen unten oder je nachdem, ob ihr eine Kopf- oder eine Fußspindel habt. Diese hier kann man als beides benutzen, danke Kiwi, aber ich benutze das am liebsten halt eben so, damit das nicht wegrutscht, kann man das ordentlich festziehen
und nochmal so eine Schlaufe drumherum. Das soll ja ein bisschen halten, ne? So, und dann hat man hier bei der Kromski ist eine Kerbe, die ich meistens nicht finde, wenn ich keine Brille auf habe. Da kommt der Faden rein und dann wird das hier oben entweder einmal, manche machen auch zwei- und dreimal, dass die Spindel praktisch, ihr seht sie jetzt da, ne? So, ich habe hier oben, da ist dieser Drallstopp und dann einmal so, den Drall merkt ihr nachher oben im Finger. Jetzt habt ihr da Drall drauf. Kann man noch ein bisschen mehr. So. Das kann man jetzt erstmal, damit der Drall auch dann hält, einmal unten, also hier schön festhalten, unten umwickeln, weil wir müssen ja noch unsere Faser vorbereiten. Das wickle ich mir dann hier so dreimal um und da ist jetzt dieser Drall drauf, unser Hilfsfaden. So. Dann nehmen wir unsere Fasern und ich setze mal meine Brille auf. Und ich mache das so, wie gesagt, geht immer davon aus, Susanne macht das so, ob das richtig ist oder nicht. Und ich suche mir so ein, ungefähr so diese Länge. So. Das sind vielleicht zwei Handlängen. Da teile ich mir das, kann man wunderschön auseinanderfleddern. So einen Strang ab. Da ist noch Dänemark-Gras drin. So, und je weiter die Finger auseinander sind, je besser lässt sich das so vorsichtig ausziehen. So. Kommt natürlich drauf an, wie lang euer Material ist. Wenn ihr so macht, könnt ihr das nicht machen. Aber wenn ihr so ein bisschen Abstand, dann lässt sich das ganz einfach ohne Kraft ausziehen. So, und was ich jetzt mache, ich habe mir jetzt da so ein langes Stück rausgezogen. Wie lang ist das? 40, 50 cm? Ungefähr, egal. Und je nachdem, wie dick ich spinnen möchte oder auch nicht, also da teile ich mir aus diesem Strang immer so kleine Haare raus, also Mini-Stränge praktisch, und lege mir die über den Oberschenkel oder auf dem Tisch oder auf der Lehne und zupfe mir da immer so, wenn das dann zu dick ist, da kann man dann nochmal einmal das nochmal teilen. Hier hat man dann ein bisschen mehr Seide mit drin. Das ist ein bisschen dicker. Das ist ja auch nur, damit man, oder das habe ich mir so gedacht, weil, damit man auch Erfolg hat. Ich will ja dann auch mal, sicherlich will ich auch mal irgendwann so aus so einem Handknäuel da spinnen, aber im Moment kriege ich das noch nicht auf die Reihe. So, das lasse ich erstmal so daneben liegen. Und jetzt nehme ich, das ist natürlich jetzt ein bisschen gewackelt, mir die Spindel mit dem Drall tüdel mir das nochmal eben einmal auf. So. Und dann nehme ich mir den ersten Strang, führe den
unter den Haken. Einmal so durch und dreh den so ein bisschen fest. Jetzt ist, wenn ihr jetzt einen kurz haltet, hängt das. So, dann braucht ihr euren Hilfsfaden, ja. Obwohl, ich habe in Dänemark auch ohne diesen Hilfsfaden gesponnen. Ich habe mir dann aus dem Garn gleich so gesponnen. So, und jetzt gebt ihr Drall und dreht die Spindel und geht immer ein Stück, haltet oben die Sperre und geht immer ein Stück höher. So, das ist jetzt praktisch der Anfang. Dann halte ich hier den Drall fest, so, gehe hin und tüll mir den Faden auf. Hier oben wieder schön festhalten, ein bisschen Drall geben, so. Das ist jetzt der Anfang. Zubbelt ihr euch das hier oben so zurecht, falls das so wie bei mir jetzt mit diesem Seidengarn, das ist nicht so. Jetzt legt ihr wieder so ein bisschen drauf, aber immer den Drall halten. Nicht loslassen, dann geht das in die andere Richtung. So, und jetzt wird das Neue wieder angesponnen. Seht ihr, das geht von ganz alleine nach oben. Die Spindel dreht sich dann hier unten, seht ihr jetzt natürlich nicht so. Jetzt nehme ich das wieder so, halt aber alles fest, ziehe mir das so ein bisschen aus. Und wickel das drum. Und dann geh wieder in die Kerbe rein, dass ihr immer hier auch ein Stück zum Anknüpfen habt. So, nehmen wir das nächste. So, dass man erstmal so ein Gefühl überhaupt hat. Und Shanti Manum hat ihr Pulswärmer, wenn die spinnt, die klemmt sich das dann da so unter, damit ihr das nicht in die Quere weht, oder? Und je mehr Garn drauf ist, je besser und ruhiger läuft nachher auch die Spindel. Der Drall kommt immer oben am Finger an. Da kann man nochmal nachschubsen und dann stoppen, halten, halten. Ich nehme dann den Finger, tuddel mir das hier ab und nudel mir wieder. Ich gehe dann immer von oben nach unten und nachher von unten nach oben. Und so habe ich, dass ich wenigstens ein bisschen Erfolg habe. Das andere kann ich mir ja auch alles noch angucken. Das ist jetzt ein bisschen breiter, kann man noch so ein bisschen ganz vorsichtig so ein bisschen ausziehen. Dann nehme ich mir wieder die Spindel, einmal anschubsen. Da setze ich das wieder an, halte mit dem Daumen, ihr seht. Und ich kann dann nicht aufhören, wenn ich jetzt einmal angefangen habe. Und habe dann irgendwas zu tun oder so. Dann hänge ich dann noch ein Strang noch.
mich macht das wuschelig, wenn ich dann diesen Knäuel so, also so dieses Band meinetwegen, so in der Hand habe, so, ne, und soll das denn so, das bereitet man sich ja auch vor, das zieht man dann so ein bisschen, sich schon mal so ein bisschen vor, hier ist dann wieder so ein Knoten drin, ne? Und dann, das raff ich nicht. Und wie das dann aussieht, na Halleluja. Ich mach das mal. So, dieses hier, das legt sich Shantiman nur so im Arm. So, und jetzt muss man das dann ja auch ausziehen. Und ich konzentriere mich dann, die Spindel dreht sich. Und dann wird das so dick und hier oben klumpt das. Sollte ja auch keine Kraft aufwenden. Aber seht ihr, was ich meine? Und das muss man dann halt üben. Aber so, ich bin mit meiner Methode ganz zufrieden. So, Seil. Da und dann bilden sich dann so eine Dings, das muss man dann ja fein ausziehen und spinnen und so. Und ich habe gedacht, nee, ich keile mir dann diese, so dass das einheitlich ist, das so ab. Kann man auch dünn machen. Ich will ja auch keinen Nähgarn spinnen. Und ich meine, das ist ein Unterschied, so was ich jetzt hier spinne. Das Einzige ist halt, dass man... sich die Fäden dann so abteilt. Aber das ist ja nun auch keine Arbeit. Das soll ja auch Spaß machen. Und wie gesagt, man muss das ja nicht so machen, wie ich das mache. Bleibt ja jedem selber überlassen. Aber so haben auch... blutige Anfänger wie ich, dann so ein Erfolgserlebnis, dass man dünnes Garn spinnt. Es geht ja auch nicht nach Schnelligkeit oder so, wenn man sich dann das da so abpflückt. Und ich kann jetzt nicht aufhören. So, wir gehen jetzt Gassi, euch nehme ich einfach mit, ob ihr wollt oder nicht, müsst ihr ja nicht gucken. Ja, hier ist mir noch ein schwangerer Wurmi, aber ansonsten ist das richtig schönes Jahren. Dieses ist allerdings auch ein bisschen schwieriger zu spinnen, wie jetzt den tollen Merino-Kammzug, den ich hatte. Das bedarf auch so ein bisschen Übung mit diesem, es ist so ein bisschen glatter, aber immerhin, ne? Traut euch. Und schon sind wir Gassi. Ja, da vorne ist ein Welpe und die verstehen nicht, dass unsere nicht spielen. Ja, kann er nicht mitspielen. Ja, wie gesagt, sie hatte Kreuzbandriss und Arthrose und so. Und Odin spielt nicht. Der braucht nur seine Frisbee, ne? Er hätte mal gesucht, keine Welpe. Nee. Ja. Oh, ich liebe das Wetter. Also man kann richtig durchatmen. Hier. Die ausgelassene Heiterkeit. Habe ich gehört. Deswegen sage ich das ja. Sitzt tief, ne? Ja. Was war das damals? Zwiebeln mit Candy stehen lassen und dann den Saft trinken. Ja, in einem Sieb, ein Gefäß, großgewichter Brassik darüber. Dann Zwiebelwürfeln, Candy so rein und dann abtropfen. Das habe ich mal gemacht, wie Alex immer die Bronchitis so doll hatte. Ja. Probiert. Alter Schwede, den Geschmack wird ja nicht los. Ja, hilf rein, los. Da hilft das dann auch nichts, wenn man dann sagt, das soll nicht schmecken, das soll helfen.
Und die Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. Eichelheere sind wieder unterwegs. Die Eichelheere. Ja. Hierher. Muffin, wir gehen auf Grases Wiese. Hallo? Der war knapp. Ja. Muffin. Na. Aber die Sonne hat keine Kraft mehr, hier das Nasse wegzubirnen. Nee. Hier. Na ja, schau doch mal Rasen nehmen. Geht ab! Die Orange kann ich einstecken, ne? Hast du die gelbe? Ja. Komm her! Odin, komm mal! Hey! Odin! Komm mal her! Gib ab! Platz! Platz! Die kriegt er, die kriegt er, die kriegt er! Oh, fast! Mobi war lange nicht hier, ne? Vielleicht ist er im Süden. Oder im Norden. Hier ein letzter Löwenzahngruß neben Hundeküdel. Was denn? Ja. Wenn ich die Gassi-Zaubererin. Hier unten. Oh, Knopf. Ich habe eben gerade zu Sven gesagt, so mit dem Welpen spielen und so, dass die dann fahren, die alten Hunde. Entweder geht man mit dem in so eine Hundegruppe, wo er mit anderen spielen kann. Der war ja zu arm an der Leine, ne? Ich spiele ja auch nicht auf dem Kinderspiel mit Kindern. Hunde sind Rudeltiere, sollte man nicht vergessen. Und entweder spielt der Mensch mit dem Hund. Muffin, hier rüber. Stehen bleiben oder stehen bleiben. Dankeschön. Oder man hat so wie wir einen zweiten Hund, die beide sind sich genug. Schon immer gewesen. Leichter Schwitzanfall, muss mir gleich ein anderes T-Shirt anziehen. Einmal einen Schluck Wasser.
Dann weißer Pfeffer und Steckrüben. Ich habe mich mit meinem Teller hier in die Stube verzogen. Oh, Fehmarn. Ja, und werde jetzt beim Essen Unterschichts-TV gucken. Auf Streife. Ich liebe die Kölner Polizisten. Gruß, Kuss und Schluss.